Da die Kanto-Tour in Pokémon Go immer näher rückt, sollte heute eigentlich ein Informations- bzw. Vorbereitungsvideo dazu kommen, doch ich habe mich dazu entschlossen, dieses am Freitag, den 12. Februar hochzuladen. Heute widmen wir uns nämlich dem neuen Mega-Pokémon und das ist Mega-Gyarados. Und zwar dieses neue Mega-Pokémon gibt es ab dem 9. Februar 2021 und in diesem Video schauen wir, ob wir Mega-Gyarados spielen sollten und wir sprechen über die Konter gegen das neue Mega-Pokémon. Als erstes sollten wir aber sagen, dass Gyarados in seiner Mega-Form den Flugtypen verliert und somit wird es zu einem Pokémon vom Typ Wasser und Unlicht. Genau damit verschwindet nämlich seine Doppelschwäche gegenüber Elektroattacken und es wird empfindlich gegenüber Kampfattacken. Mega Gyarados ist tatsächlich ein sehr starker Wasserangreifer und wenn du auch nichts anderes hast, kannst du es auch mit Unlichtattacken spielen. Doch kommen wir jetzt mal zum Raid-Boss an sich, denn wie auch bei anderen Mega-Pokémon solltet ihr den Kampf mit 4 bis 5 anderen Spielern wagen. Denn desto schneller du einen Raid-Boss besiegst, desto mehr Mega-Energie bekommst du am Ende des Kampfes. Doch jetzt kommen wir auch mal direkt zu den Kontern. Und hier solltet ihr ein Mega-Bisaflor im Team haben, mit dem Rankenhieb und der Flora-Statue, denn dieses Pokémon boostet die Pflanzenattacke eurer Mitstreiter. Ich werde jetzt zuerst die besten Konter nennen, allerdings werde ich auch Alternativen nachher noch dranhängen. Solltet ihr dieses Pokémon besitzen, solltet ihr Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß mitnehmen, da es immer noch der beste Elektroangreifer ist und es trotzdem noch Gyarados sehr effektiv trifft. Auch Lucario mit Konter und Aurasphäre ist immer noch mit der beste Raid-Angreifer gegenüber Mega-Gyarados. Andere Pokémon vom Typ Kampf wie Meistergriff, Karpilz oder Machomai sind auch noch sehr gute Kampfangreifer gegenüber Gyarados. Was ihr auch noch mitspielen könnt, ist immer noch Raikou mit Donnerschock und Stromstoß, da es immer noch mit zu den besten Elektroangreifern gehört. Solltet ihr mehrere Zekrom haben, würde ich euch allerdings die Zekrom empfehlen. Solltet ihr kein Mega Bisaflor besitzen, könnt ihr Mega Ampharos mit Voltwechsel und Blitzkanone spielen, da es die Elektroattacken eurer Mitstreiter boostet. Solltet ihr immer noch vom Community Day das Pokémon Elevoltech haben, so spielt ihr dieses mit Donnerschock und Stromstoß und ihr teilt damit tatsächlich auch sehr guten Schaden aus. Und das Pokémon Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß ist auch noch spielbar. Wir kommen jetzt zu ein paar Alternativen und wir hatten ja den Roselia Community Day und den könnt ihr tatsächlich auch mit Rasierblatt und Strauchler spielen. Andere Pokémon wie Zapdos, Volliporba, Luxtra oder Tangolos könnt ihr tatsächlich auch in euer Kampfteam packen, solltet ihr keinen besseren Konter haben. Doch jetzt kommen wir auch nochmal zu dem Thema, ob sich Gyarados halt wirklich lohnt. Die Antwort ist natürlich ja, weil es ist immer noch besser als Mega Turtok. Mit der Attacke Kaskade und Hydropumpe könnt ihr es tatsächlich in Raids benutzen. Und mit den Attacken Kaskade und Nassschweif könnt ihr es auch gegen die Rocket-Bosse oder im PvP nutzen. Das war's jetzt auch mit dem kurzen Video, Leute. Und wie gesagt, ich werde diesen Freitag das Video für die Kanto-Tour hochladen. Ich werde darüber reden, was wir genau in diesem 12-Stunden-Stream machen und wie ihr euch am besten vorbereiten könnt. Doch jetzt würde ich tatsächlich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.